Wir haben einige Fragen bekommen und ich fange mal mit den Fragen an, die jetzt ganz explizit mit dem Thema zu tun haben. So we received some questions and I will begin with those questions that deal directly with the theme of the lectures. Hier schreibt jemand, Pastor Mathenia, wie ist deine Vorgehensweise, um bei einem Bibelbuch, wie zum Beispiel Ruth, zu dem Gesamtbild zu kommen, in Klammern Betrachtungsweise Anwendung? So, in dealing with a Bible book like Ruth, how do you start to come to this overall picture and to get the right perspective and also the right applications to apply this book and to see the general picture in it. Yeah, it's a helpful question to consider, and in one sense, the answer would be the same for the other 65 books of the Bible as well. Also, es ist eine sehr hilfreiche Frage, über die man nachdenken sollte, und in gewisser Weise betrifft ja auch die anderen 65 Bücher der Bibel. There are different hermeneutics and application techniques that are applied to different genres of scripture. Es gibt unterschiedliche hermeneutische Prinzipien, die dann auch im Blick auf die unterschiedlichen Genres, die in der Bibel vorhanden sind, auch Anwendung finden. But for the most part, the techniques are similar throughout with regard to each of the books. And the important thing is that we understand the entirety of the Bible. Aber in gewisser Hinsicht gibt es doch große Ähnlichkeiten. Und das Wichtigste ist, dass wir die Schrift auch als Ganzes erfassen und verstehen. We understand the entirety of the Bible being God's unfolding plan of redemption and sending his son to save his people from their sins. Wir verstehen die Schrift, die ganze Bibel, als die Entfaltung von Gottes Heilsweg, der darin gipfelt, dass er seinen eigenen Sohn gesandt hat, um uns von unserer Sünde zu erlösen. If we understand the entirety of the Bible in that way, then all of the individual 66 books that make up the Bible, we will also understand in that way. Und wenn wir dieses verstanden haben, dann werden wir auch die 66 einzelnen Bücher der Bibel auf diese Weise deuten und verstehen. I don't know if it's in German or not, but Graham Goldsworthy has a number of books available according to plan. God's Big Picture is a smaller version. Those kinds of things are really helpful. Ja, hätte mich jetzt auch gewonnen. Also es gibt gute Bücher zum Thema. Graham Goldsworthy. He's an Australian. Die zweite Frage ist, wenn Naomi ihrer Schwiegertochter Ruth sagt, dass Boas ein Löser ist, meinte sie oder hatte sie dabei auch einen Erlöser im geistlichen, in geistlicher Hinsicht im Blickfeld? Oder war es eher eine irdische Hoffnung, dass für einen kommenden Fortbestand gesorgt sein wird? So when Naomi told Ruth that Boas is a kinsman redeemer, is it possible that there was some hope of spiritual redemption included in it, or was it foremost a very physical hope of the name and the generation lasting in the family? I think it's both. We see that time and again throughout Scripture. We are raising our children. If you have children, you're raising them both because they represent you in society, but also you're raising them to hope and trust in God. Ich denke, es ist beides. Das finden wir immer wieder in der Heiligen Schrift. Und wenn ihr Kinder habt und die Kinder erzieht, dann hofft ihr auch, dass sie euch selbst in der Gesellschaft repräsentieren, aber dass sie auch Gott finden und ihn
repräsentieren. There had to be an understanding in Naomi, more so than Ruth, because of her upbringing. She would have been aware. She was aware of the kinsman redeemer. She was aware of these laws. These laws didn't come just out of nowhere. They were from God. Naomi musste da wohl ein gewisses Verständnis gehabt haben, auch aufgrund ihrer Herkunft, weniger als bei Ruth. Und es gibt dort eben diese Gesetze, die sie da schon darauf hingewiesen haben. And God had not only given them promises with regard to their physical lives being redeemed, but God had promised a redeemer who would come and save them ultimately as well, spiritually. Und Gott hatte ihnen nicht nur einen Erlöser verheißen, der ihnen in ihrem irdischen Leben Erlösung und Hilfe bringt, sondern auch einen geistlichen Erlöser und Erretter. So, die nächste Frage ist ein bisschen allgemeiner. Sind die Juden unsere älteren Brüder im Glauben? Are the Jews our elder brothers in the faith? No. Nein. Especially Judaism of today. It's basically just a cult. Ganz besonders das Judentum oder der jüdische Glaube unserer Tage, der ist aus unserer Sicht eigentlich nur sowas wie eine Sekte. Hier sagt nur noch jemand, danke, dass Sie uns gedient haben durch die Predigt und diesen Hinweis auf Christus und das Evangelium. Könnten Sie mit uns ein bisschen mitteilen, wie Gottes Wirken in Ihrem persönlichen Leben offenbar wurde, wie er gewirkt hat in geheimnisvoller Vorsehung, wo es scheinte, als wäre er überhaupt nicht da. So he says someone, thank you for serving us today by your preaching and pointing to Christ and his gospel. Could you share with us a story of God's working in your life, where he worked in mysterious providences, where it seems like he isn't there at all? Yeah, I can give you an evidence where it would have seemed to those on the outside like he wasn't there, but it was very real to me as far as him being there. Ich könnte euch ein Beispiel geben, wo es den Menschen nach außen hin so, für die Menschen nach außen so aussah, als sei Gott nicht da, aber für mich es eine sehr klare innere Überzeugung gab, dass er dort ganz besonders gegenwärtig war. Just over 10 years ago, I was serving as a missionary in Ethiopia. Vor zehn Jahren war ich als Missionar in Äthiopien tätig. And was in the process of pursuing an adoption of a boy who was born in America, which required me to live for 6 months back in the United States. Und während eines Verfahrens, wo wir versucht hatten, ein Kind zu adoptieren, musste ich 6 Jahre in die USA zurück. Sechs Monate in die USA zurück. I had been living in Ethiopia previously and begun a work there, so I was traveling back and forth during that 6 months to keep the ministry going. Und ich hatte in Äthiopien schon eine Arbeit begonnen und deshalb bin ich während dieser 6 Monate auch immer hin und her gereist. On one of the trips over, my family, wife and 2 kids at that time, a 6-month-old and a 4-year-old, were in a car wreck and my wife was killed. Und in dieser Zeit hatte ich 2 Kinder, einen 6 Jahre altes Kind und ein 4 Monate altes Kind, und meine Frau war in einem Unfall, wo sie gestorben ist. So from the outside looking in, it is a missionary, someone who has given up everything to live overseas. Where is God in this situation? Now I'm a single dad, a child who's half adopted, and like, where is God in the midst of all this is an obvious question that someone would ask. Und in dieser Situation,
wo einer als Missionar alles aufgegeben hat, um im Ausland zu dienen, war ich nun auf einmal ein alleinerziehender Vater mit einem dritten halbadoptierten Kind. Und die Menschen hatten oft gefragt, ja, wo ist Gott bei all diesem? Subjectively speaking, he was more present to me then than he is right now. Subjektiv empfunden und subjektiv gesprochen, war mir Gott damals näher als jetzt. It's simply because his grace and mercy drawing so near and carrying me and those immediately around me during that time. Und das ist geistlich gesprochen, dass seine Gnade und die Menschen, die mich damals umgeben haben, dann auch so sehr getragen haben. God is faithful. Gott ist treu. And things like sickness and death and grief and sorrow happen due to us living in a fallen world. Und solche Dinge wie Krankheit und Tod und Leid, die geschehen, weil wir in einer gefallenen Welt leben. And God gives and he takes away. Gott gibt und er nimmt es wieder weg. And he gives again. Und er gibt erneut. You know, no one here, unless you did lots of internet research, knew that about me. You see me married with a baby. Niemand von euch, außer ihr habt das irgendwo im Internet recherchiert, wusste das von mir, nachdem er mich gesehen hat mit einem Baby. So, as a result of living in a fallen world, bereavement happens, there's grief, there's sorrow, but even things like that, God redeems. Und da wir in einer gefallenen Welt leben, gibt es dieses Leid und den Verlust, aber auch Gott erlöst auch das. I actually did proceed with adopting my now 10-year-old son as a single dad. Ich habe dieses Adoptionsverfahren auch als alleinstehender Vater nicht aufgehört und mein Sohn ist jetzt 10 Jahre alt. And then I married Hannah, my wife now, and we adopted again and then have had 3 children, so we have 6 total. Und dann hatte ich Hannah geheiratet und wir haben noch einmal adoptiert und noch 3 Kinder bekommen und jetzt sind es insgesamt 6. Die Rechnung funktioniert nicht, aber es ist so. You adopted 3 kids? Adopted 3? Yeah, yeah. So you had, when your first wife died, you had already adopted one and was in process of. All right, okay. So, yeah. So the oldest 3 are adopted and the youngest 3 are biological. Most families that adopt, it's reversed. Yeah. Also, die 3 ältesten Kinder sind alle adoptiert und die 3 jüngsten sind also eigene Kinder. Bei den meisten Familien, die Kinder adoptieren, ist es oft umgekehrt, aber bei ihnen war das so. Thank you, yeah, for this personal testimony. One last question. Eine letzte Frage. Können Sie bitte einige Einsichten oder Hinweise geben über persönliche Evangelisation? Could you please share some insights about your personal evangelism? My philosophy of personal evangelism is that you ought to do it. Meine persönliche Philosophie über persönliche Evangelisation besteht darin, dass man es tun soll. And there are people that are more bent towards doing personal evangelism than others. Und es gibt Leute, die sind da etwas eifriger drin, das zu tun, und andere nicht. For me personally, I have a bit of a philosophy that I work by. Ich selbst habe da meine eigene Philosophie. I see a commonality with a person, and I try to work through other commonalities, beginning with what we have in common in Adam, and attempting to work my way around to having Christ in common. Und ich versuche Gemeinsamkeiten mit den mir gegenüber zu finden und spreche dann über die Gemeinsamkeit, die wir haben als Kinder Adams, dass wir Sünder sind, und versuche darüber hin to work around? To work our way around. Achso, okay, und dann dahin zu kommen. It works very good with a baseball illustration, but that's a bit foreign here. Also,
Funktioniert ganz gut mit einer Illustration aus dem Baseballspiel, das man hier nicht kennt. We can think of a track. Okay, think of 100 meters around, 200 meters around, 300 meters around, and 400 meters around. Like we're all starting in the same place. I have something in common with every human being on the planet. And if I begin with what I have in common, then I'm not looking at all these obstacles and differences and trying to figure out a way to get beyond them. So, und wir können uns das vorstellen mit einem Lauf, auf einer Laufbahn mit unterschiedlicher Länge. Und wir haben alle Menschen etwas gemeinsam und das hilft, wenn wir das verstehen, um nicht auf irgendwelche Unterschiede zu achten erstmal. So beginning at the foundational level, we have Adam in common. We're human, so we have him in common. And then I want to work to another level of commonality. That could be sports, that could be travel, that could be having children, having multiple siblings, enjoying the weather, things we do for leisure. There could just be all kinds of things. You want to work through to where you can have a conversation and find things in common. So, und hier versuche ich dann noch andere Dinge zu finden, wo es Gemeinsamkeiten gibt. Es können ganz unterschiedliche Dinge sein, von Familie oder Sport oder Urlaub oder auch vom schönen Wetter, das man genießt, um einfach eine Basis zu finden, wo man Gemeinsamkeiten hat. I find, for me, if I'm noticing all the differences, I'll think of 1,000 reasons to not talk to the person or to not share the gospel with them. But if I find things in common, the love will grow, the concern will grow, and I'll be a lot more likely to get to the gospel and hopefully get them into Christ so that we have that in common as well. Wenn ich so an die Unterschiede denke, die mich von anderen Menschen trennen, dann finde ich 1,000 Gründe, warum ich mich mit jemandem nicht unterhalten sollte. Wenn ich aber die Gemeinsamkeiten sehe, dann finde ich doch zunehmend dann auch in ein Gespräch, um Menschen auch näher kennenzulernen und sie hoffentlich auch dann zu Christus hinzuführen und über das Evangelium zu sprechen. And where this will look different is if I'm meeting someone for the first time and it may be the only time I encounter them, I'm going to rush around the track, attempting to hit all the places. But if it's someone I see on an ongoing basis at a restaurant that I frequent or a coffee shop that I'm at very often or at the gym that I work out at, I don't have to run the whole track in the first day, right? I can get just 100 meters under my belt and we can pick up where we left off in a kind of a relay mentality. Der eigentliche Unterschied zwischen Menschen besteht jetzt darin, dass man manche Menschen nur einmal trifft und dann diesen ganzen Kurs ganz schnell laufen muss und alles in einem Gespräch unterbringen. Bei anderen Leuten, die man immer wieder trifft, da ist es manchmal einfach nur hilfreich, so Stück um Stück sich vorzutasten und dann voranzugehen. I think the biggest hindrance to personal evangelism in the church, particularly in my culture, and it may be in yours as well, is the expectation of doing what I would call canned evangelism. Like you say the same thing to every person every time. You just kind of open it up and you run through the list and assume that you have expressed any type of concern for their soul at all. Ein Problem für persönliche Evangelisation, besonders in der Kultur in den Staaten, aber wahrscheinlich auch hier, ist die, dass manche so die Vorstellung haben, ich muss da eine bestimmte Liste an Dingen durchgehen und die jedem gleich präsentieren, um dann auch alles gesagt und abgedeckt zu haben. I try to lure them into a conversation so that I can listen to them and offer advice to other aspects of their life, because it shows that you care and it will earn a hearing with them. Ich versuche, ein Gespräch zu einem offen zu führen und zuzuhören und ihnen dann eben auch Rat zu geben oder so auch ihnen näher zu kommen. I found the most help with regard to evangelism by looking at the pattern of Jesus in the Gospels. Ich denke, die größte Hilfe ist, wenn wir uns ansehen, wie Jesus das in den Evangelien getan hat. He never said the same thing to everyone. Er hat nie jedem das Gleiche gesagt. He discerned where they were, and then he gave them the prescription based on where they were. Er sagte den Leuten, wo sie waren, und dann gab ihnen eine Beschreibung dafür, wo sie waren. Can you imagine Jesus going to the woman at the well and saying, "Go sell all that you have and give to the poor"? Könnt ihr euch vorstellen, dass Jesus zu der Frau am Jakobsbrunnen sagt, geh, verkauf alles, was du hast und gib es den Armen? Or to the rich young ruler, go call your husband.
oder zu dem reichen Jüngling, komm und ruf deinen Mann. But when we use this canned evangelism, that we're not doing much better than that. Aber wenn wir so diese Form der Evangelisation, wo man seine Liste abarbeitet, benutzen, dann machen wir das. Thank you very much. It was very profitable, very beneficial. Thank you for being here, and also please give greetings to Heartcry Missionary Society for making it possible for you to be here on different levels. We are very grateful, and we really feel blessed to could be at the conference here with you. Thank you very much.